Leukämie gehört zu diesen Krankheiten, die einem automatisch Angst einflößen, sehr viele Fragen aufwerfen und die Fragen schwer zu beantworten sind. Ich habe mich dazu mit der Leitung der onkologischen Abteilung im Katholischen Krankenhaus Hagen getroffen. Das ist Frau Professor Dr. Krämer. Sie hat uns diese Fragen wirklich wunderbar beantwortet. Mein Name ist Christian Beers. Ich bin Leiter der Unternehmenskommunikation und des Marketings in den katholischen Kliniken im Märkischen Kreis und des katholischen Krankenhauses Hagen. Ich hoffe, dieses Video beantwortet auch Ihre Fragen. Auf geht's! Frau Professor Krämer, ich freue mich, dass das heute geklappt hat. Ja, ganz meinerseits. Wir haben wieder Fragen von der Westfalenpost Hagen zugeschickt bekommen. Und starten wir direkt, gehen wir ins Thema. Was genau ist Leukämie? Leukämie bedeutet eigentlich weißes Blut. Der Begriff wurde von Rudolf Virchow geprägt, eben zusammengesetzt aus Leukos und Häma, also für weißes Blut. Und er hatte damals beobachtet, dass gerade bei Patienten mit einer chronischen myeloischen Leukämie, wenn man das Blut stehen lässt, das wirklich sich absetzt und man wirklich nur noch weiße Blutkörperchen sieht. Und so wurde der Begriff eben von Rudolf Virchow geprägt. Ich glaube, das ist wirklich so ein Begriff, den kaum einer kennt. Man denkt immer, das hat irgendwas zu bedeuten. Ja, gut, hat es natürlich in dem Fall, aber es ist eigentlich stellvertretend dann für irgendwas, ne? Ja, eigentlich bedeutet es halt, dass ein Patient viel zu viele weiße Blutkörperchen hat und diese Blutkörperchen sind leider der Kontrolle des Körpers entzogen. Sonst haben wir immer Regelkreisläufe. Der Körper kann aber diese weißen Blutkörperchen nicht mehr kontrollieren. Das heißt, sie sind schon in gewisser Weise bösartig und die können eben, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, weniger aggressiv sein, aber sie können auch sehr aggressiv sein und ganz schnell wachsen und sich innerhalb von 24 Stunden teilen. Und dann kann es eben passieren, dass die Zellen heute 20.000, morgen 40, dann 80.000, 160.000 sind und dass es dann eine ganz, ganz akute Erkrankung ist und wir so viele weiße Blutkörperchen haben, die der Körper nicht kontrollieren kann, dass es ganz viele Probleme hervorruft für den Patienten. Sehr interessant. Gibt es Symptome, die mit dieser Krankheit einhergehen, also so typische Symptome? Ja, ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass die Patienten zu viele weiße Blutkörperchen haben und dass es eben sein kann, das Ganze wenig aggressiv oder je nachdem, wenn die Zellen aggressiv sind und sich schnell teilen, auch sehr fulminant verlaufen kann. Ja, und wenn ich jetzt viel zu viele weiße Blutkörperchen habe, dann kann es sein, wenn es richtige myeloische Zellen sind und die groß sind, dass auch die ganzen kleinen Gefäße verstopfen und die Patienten sogar auch neurologische Symptome bekommen können sich nicht mehr konzentrieren. Ja. Eine Patientin hatte ich mal, dass die Arterie zum Hüftkopf verschlossen, sodass sie dann Hüftschmerzen hatte. Also einerseits kann es eben passieren, dass diese weißen Blutkörperchen kleine Blutgefäße verstopfen und wir dadurch Probleme bekommen. Dann ist natürlich auch das Problem, dass die am Knochenmark gebildet werden und die Vorläuferzellen so viele sind, dass gar kein Platz mehr ist für die anderen Zellen, die man da so hat. Das heißt, dass die roten und Blutkörperchen, die Blutplättchen nicht mehr wachsen können, sodass ich eine schwere Blutarmut habe, dass der Patient ganz müde wird, dass er sich nicht mehr konzentrieren kann, ganz schlapp wird, dass ich zu wenig Blutplättchen habe. Und das ist auch so das, was man sich häufig so unter Leukämien vorstellt. Viele assoziieren eine akute Leukämie mit vielen blauen Flecken. Das kommt dadurch, dass die Blutplättchen nicht mehr wachsen können und ich viel zu wenige Blutplättchen habe. Teilweise bekommen die Patienten auch Einblutungen im Mund. Nasenbluten, haben rote Punkte an den Beinen, rote Punkte im Mund, Schleimhautprobleme, Zahnfleischprobleme. Und es kann natürlich auch zu Infekten kommen, weil auch die gesunden Weißen, die ich ja für die Abwehr brauche, die sind auch nicht mehr da, weil ich habe ja nur noch die krankhaften weißen Ja. Blutkörperchen. Ne? Sodass man also so zusammenfassend bei einer akuten Leukämie, die ja ganz fulminant entsteht, weil die Zellen sich so schnell teilen können, dass wirklich binnen Tagen kann der Patient sich massiv verschlechtern, wie so ein Autounfall, der wird komplett aus dem Leben gerissen, der war jetzt vor einer Woche noch fit und plötzlich geht gar nichts mehr. Ja? Und dann plötzlich hat der 40 Fieber, überall Hämatome, Nasenbluten, Blutarm und es geht eigentlich gar nichts mehr. Dann ist es ein richtiger hämatologischer Notfall, eine akute Leukämie. Wenn das jetzt aber eine chronische Leukämie ist und die Zellen teilen sich alle halbe Jahr mal oder vielleicht einmal im Jahr, dann kann es doch sein, dass die Symptome ganz moderat sind und ich gar nichts davon merke und wir auch nicht so viel Behandlung brauchen. Es gibt also ganz unterschiedliche Darstellungen der Leukämie, je nachdem, wie aggressiv das ist. Auch eine ziemliche Bandbreite, was die Symptome Genau. betrifft.
Aber das, was man sich so allgemein unter einer Leukämie vorstellt, ist meistens die akute Leukämie, ne, die eben ein Notfall ist und dann eine relativ rasche Behandlung erfordert. Mhm. Frau Professor Krämer, spielen Vorerkrankungen in der Familie eine Rolle? Das ist sehr, sehr, sehr selten. Eigentlich ist eine Leukämie eine Erkrankung, die nicht vererbt werden kann. Nur in ganz, ganz, ganz raren Fällen kann es schon mal Veränderungen geben, zum Beispiel auch beim Baby schon Mutationen in der Entwicklung. Also das ist sehr, sehr selten. Eigentlich kann man generell sagen, bis auf ganz rare Ausnahmen sind Leukämien keine vererbbaren Erkrankungen. Ja? Beruhigend. Eine Frage, die sehr oft geschickt wurde, ist, ist Leukämie grundsätzlich lebensbedrohlich? In manchen Fällen, wie ich das ja schon dargestellt habe, wenn das so akut kommt und die Zellen sich so rasch teilen, bei einer also akuten Leukämien, wir unterscheiden nämlich die akuten und die chronischen Leukämien. Die akuten Leukämien, wie der Name schon sagt, sind lebensbedrohliche Erkrankungen und sollten so schnell wie möglich behandelt werden. Und da unterscheiden wir nochmal zwischen der akuten myeloischen und der akuten lymphatischen Leukämie. Wenn ich diese beiden Erkrankungen habe, ist mein Leben in Gefahr, weil diese Zellen so schnell wachsen, die anderen Zellen nicht mehr wachsen können und ich an Infekten, Blutungen, das sind die Hauptkomplikationen, versterben kann. Und dann muss ich sofort behandelt werden und brauche dann auch eine intensive Chemotherapie, vielleicht auch sogar eine Stammzelltransplantation, um behandelt werden zu können. Ja, also da ist eine Lebensbedrohlichkeit da. Dann würde ich die nächste Frage direkt dranhängen. Ist Leukämie grundsätzlich heilbar? Ja, und zwar ist es so, man muss das ein bisschen unterscheiden. Ich sage ja schon, wir haben akute und chronische. Und wenn ich eine akute Leukämie habe, passiert das ganz, ganz heftig. Und dann ist die Erkrankung auch heilbar. Es ist nämlich so, dass Chemotherapie alle die Zellen angreifen kann, die sich teilen. Wenn ich jetzt also quasi Zellen habe, die sich innerhalb von 24 Stunden auf einmal teilen, das heißt, alle Zellen, die ich habe, teilen sich, ja, dann kann ich durch viel, viel Chemo auch alle diese Zellen erwischen und diese Zellen auch ausrotten. Ja, und wir haben ja Gott sei Dank heutzutage neben der Chemo auch noch andere Medikamente, die zusätzlich helfen, also Tyrosinkinase-Inhibitoren, teilweise schlaue Tabletten, wir haben auch Antikörper, das heißt, wir haben nicht nur die Chemo, sondern sogar zusätzliche Medikamente. Und wir haben dann auch noch die Fremdspendetransplantation, die allogene Stammzelltransplantation. Deshalb geht man davon aus, dass eine akute Leukämie bei jungen Patienten heilbar ist. Wenn natürlich jetzt ein 85-jähriger Patient eine akute Leukämie bekommt, dann habe ich ja das Problem, dass diese Notwendigkeit der Chemotherapie, eine starke Chemo ihm zu geben, dass er das nicht unbedingt noch verkraftet, weil dieser Patient kommt ja und hat schon ein ganzes Leben hinter sich und hat halt schon auch teilweise Organschäden. Ja. Für solche Patienten ist dann leider die Therapie manchmal zu stark, sodass ich da dann eine akute Leukämie nicht mehr heilen kann. Aber bei jungen Patienten ist immer das Ziel die Heilung. Wenn ich jetzt aber eine Leukämie habe, die chronisch ist, ja, dann ist es so, dass die nicht heilbar ist, aber dass ich sie behandeln kann. Und da muss man eben nochmal unterscheiden. Ich habe ja gesagt, wir haben die akuten, die chronischen und bei den und dann sind die immer entweder myeloisch oder lymphatisch, je nachdem, welche Reihe sie betreffen. Ja. Und bei der chronisch-myeloischen wurde um das Jahr 2000 eine Rieseninnovation gemacht. Es wurde nämlich das Imatinib entdeckt, das ist der erste Tyrosinkinase-Inhibitor. Und ich habe das noch erlebt, die Patienten, die alle, auch junge Patienten, transplantiert wurden damals. Und jetzt nehmen die nur eine schlaue Tablette. Die werden jetzt nicht geheilt durch diese schlaue Tablette. Eigentlich ist das als Dauertherapie gedacht, aber die können ein völlig normales Leben mit der Tablette führen. Und jetzt gibt es sogar Studien, dass man bei manchen Patienten, die besonders gut ansprechen, diese Tablette auch absetzen kann. Wir wissen aber noch nicht, das ist im Rahmen von Studien, wie lange man die absetzen kann. Aber bei einem Drittel der Patienten pausieren wir die Tabletten und die brauchen keine Tabletten. Wir kontrollieren die alle 3 Monate. Wir gehen aber trotzdem davon aus, dass irgendwo im Körper die Krankheit noch schlummert. Aber die haben diese Erkrankung und sind ohne Behandlung, was ja schon fast eine Heilung ist. Na, also eigentlich ein Riesenfortschritt, wenn man vergleicht, früher wurden diese Patienten transplantiert. Und bei der anderen chronischen Leukämie, der chronischen lymphatischen, ist es so, dass das teilweise auch ein Zufallsbefund ist. Also immer wieder kommen Patienten, sollten zum Beispiel eine häufige Sache, Konsil, die sollten Herzkatheter kriegen. Und dann wird festgestellt, oh, da geht Herzkatheter, können wir gar nicht machen, hat einen Herzinfarkt, um Gottes Willen, hat
fünfmal so hohe weiße Blutkörperchen wie normal. Das muss ja jetzt ganz schlimm sein. Wir sagen den Herzkatheter ab. Und dann sage ich, nee, das ist wahrscheinlich eine chronische Leukämie. Mhm. Das stört mich gar nicht so sehr. Das hat er schon lange, hat er noch gar nicht gemerkt. Das sind dann nämlich so Zellen, die teilen sich vielleicht nur einmal im Jahr. Das hat er schon 5 Jahre, hat das nur gar nicht gemerkt. Und jetzt haben wir es eben festgestellt. Ja? Und solange das jetzt irgendwie diese Zellen da sind und den Körper nicht stören und die andere Blutbildung noch in Ordnung ist, behandeln wir das auch gar nicht. Ja? Also das stört die Krankheit. Manchmal ist es so, dass die Patienten an was ganz anderem sterben. Die haben diese Erkrankung, aber die ist gar nicht schlimm. Aber da ist es eben so, da die Zellen sich so selten teilen, ja, wenn die sich einmal im Jahr teilen, wie will ich die denn mit einer Chemo erwischen, alle Zellen? Da kann ich das mit einer Chemo nicht heilen. Aber auch da haben wir zunehmend so ein bisschen schlaue Tabletten. Wir können die auch besser behandeln, wenn die aggressiver sind. Aber wir können die nicht heilen. Ne? Aber wie gesagt, häufig ist es eine Erkrankung, mit der ich dann aber leben kann. Ja? Also die Leukämien haben eine große Bandbreite von gar nicht so schlimm auf wirklich sehr schlimm. Ja? Eine Frage, die fand ich selber sehr interessant, war, wenn ich die Krankheit besiegt habe, kann sie irgendwann wiederkommen? Und bin ich dadurch dann eventuell hinterher anfälliger für andere Krebserkrankungen? Also man muss natürlich sagen, wenn ich eine akute Leukämie habe, also die schlimme Version, die aggressiv ist, kann man das ja behandeln. Und es gibt eben Patienten, da ist die Erkrankung dann weg, ne, ein Großteil der Patienten. Aber leider ist es so, dass bei einem gewissen Teil die Erkrankung wiederkommt, weil wir erwischen, wie gesagt, alle Patienten, alle Zellen vielleicht. Ja. Aber irgendwo im Körper schlummert dann eben doch noch eine oder zwei Zellen. Mit der Zeit teilen die sich dann wieder und teilen sich wieder und irgendwann ist die Erkrankung wieder da. Ja? Also diese Erkrankungen können wiederkommen. Sie können auch wiederkommen, wenn ich eine Fremdspendetransplantation gemacht habe. Auch das ist keine Sicherheit. Diese Erkrankungen können wiederkommen. Je länger die Patienten natürlich diese Erkrankung überlebt haben, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wiederkommt. Aber wir sehen auch Patienten, wo halt manchmal nach 12 Jahren leider die Erkrankung dann doch wiederkommt. Ja? Aber muss dann sagen, die Patienten hatten 12 Jahre, wir behandeln es dann wieder. Und natürlich, je länger die Remission, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ich denen wieder viel Zeit geben kann. Aber leider ist es so, eine 100%ige Sicherheit gibt es in der Medizin nie, gibt es eben leider auch da bei der Behandlung nicht. Ja? Ja. Und dann ist es natürlich schon so, wenn ich jetzt einem Patienten so eine starke Therapie gebe, ja, und der Patient vor allen Dingen auch noch sehr jung ist und er so viel Chemo bekommt, vielleicht dann auch noch eine Ganzkörperbestrahlung, eine Stammzelltransplantation, gebe ich dem Patienten natürlich auch eine gewisse Menge an Gift. Das sind ja keine harmlosen Medikamente, sodass die wieder andere Zellen verändern können. Deshalb empfehlen wir gerade jungen Patienten auch immer ganz regelmäßig eine Krebsvorsorge zu machen, alles wahrzunehmen, was es da so gibt. Und man sieht in ganz raren Einzelfällen auch schon mal, dass eben eine Erkrankung entsteht, die vielleicht ähnlich ist, wo eben diese Medikamente, die sie bekommen haben, vielleicht auch eine Rolle gespielt haben, dass das entstanden ist. Also man darf das jetzt auch nicht ganz kleinreden. Die Chemo ist schon stark und man versucht natürlich dadurch, dass wir jetzt zusätzliche Medikamente haben, auch mit der Dosis der Chemo runterzugehen und zu versuchen, dann teilweise das durch andere Medikamente, die Antikörper, zu ersetzen, die dann eben solche Nebenwirkungen nicht haben. Okay. Ja? Ich glaube, die nächste Frage, die kommt eher so aus dem Bereich von anderen Krankheiten. Was kann ich was tun, um vorzubeugen? Leider kann man jetzt nicht so viel tun, um einer Leukämie vorzubeugen. Natürlich gibt es eine Häufung von Leukämien, zum Beispiel kennen wir das aus Hiroshima, wenn jetzt ganz viel Strahlung vorlag, aber keiner von uns lebt ja Gott sei Dank in Gebieten, wo jetzt irgendwie ein Atomreaktorunfall oder sonst irgendwas stattfindet. Wir selber können eigentlich nichts tun. Wir müssen uns das einfach so vorstellen, dass das Ganze halt ein Unfall im Körper ist, sobald schon bevor wir geboren sind, immer teilen sich Zellen in unserem Körper. Und immer gibt es Unfälle, es gibt immer Zellen, die sich teilen und sich nicht richtig teilen. Und der Körper hat Reparaturenzyme, um diese kaputten Zellen zu reparieren. Ja? Und da kommen wir nochmal zu dem Erblichen, was wir vorhin hatten. Es gibt aber leider auch Menschen, wo diese Reparaturenzyme nicht ganz so gut sind. Die haben dann natürlich einen Nachteil gegenüber der Entwicklung von Tumoren. Also wir versuchen immer alles zu reparieren, aber der Körper übersieht Zellen. Und jeder von uns hat Zellen, die sind dann irgendwie
nicht mehr so ganz richtig, aber sie verhalten sich jetzt nicht irgendwie auffällig. Dann kann es aber passieren, dass diese Zellen sich nochmal verändern und wieder übersehen werden. Und so entwickeln sich Zellen, die immer mehr Fehler haben. Oder es bestehen auch mal Fehler, wo ein ganzes Gen kaputt geht, was einen Tumor unterdrückt. Ja? Und dann plötzlich haben diese Zellen leider den Vorteil, dass sie schnell wachsen können und der Körper kann es nicht mehr kontrollieren. Und das kann eigentlich jedem passieren, jederzeit kann es eben sein, dass wir solche Zellen entwickeln, die plötzlich einen Vorteil haben und wachsen können, wachsen, wachsen und wir können es nicht mehr kontrollieren. Aber wir können in dem Sinne selber nichts dagegen tun. Das Einzige wäre wahrscheinlich, wenn man beruflich damit zu tun hat, Schutzkleidung und so weiter, bei Strahlung immer. Ja, oder auch halt, das ist ja auch Teil der Arbeitsmedizin, zum Beispiel, wenn man viel mit Benzol und solchen Dingen zu tun hat, dass man versucht, das zu minimieren, also alle Gifte zu minimieren. Ja. Ne? Ja. Wir haben eine ungewöhnlich hohe Beteiligung von nicht betroffenen Personen, also indirekt betroffen, nämlich den Angehörigen, die gefragt haben, wie kann ich als Angehöriger der erkrankten Person helfen? Erstmal muss man sagen, dass ein Angehöriger nicht unbetroffen ist, weil der Angehörige ist auch mit betroffen. Genau. Weil das ist natürlich ganz schlimm, wenn man jemanden hat, jetzt gerade bei einer akuten Leukämie, derjenige ist die ganze Zeit gesund, ja, und plötzlich baut er so ab und ist es so schwer krank. Ja. Und es hängt natürlich auch viel dran, wenn man jetzt noch berufstätig ist, man ist vielleicht selbstständig, ein Unternehmen, hängt da dran, viele Dinge hängen häufig dran oder es ist ein Jugendlicher, der krank ist. Also kann man erstmal versuchen, denen den Rücken freizuhalten. Wir sehen ja auch viele häufig Familien, wo Frauen mit Kindern erkranken. Also erstmal versuchen, denen auch den Backup zu geben, dass das, wo sie rausgerissen wurden, erstmal weiterläuft, sie da unterstützen. Dann natürlich immer für die Patienten da sein, sie besuchen, weil die brauchen natürlich psychologische Hilfe, dass sie da durchkommen. Die müssen mental stark sein, weil das ist halt schon eine Therapie, die an die absolute Grenze des Körpers geht. Und das schaffe ich natürlich besser, wenn ich Unterstützung habe, wenn ich das Gefühl habe, da stehen Leute hinter mir und wir schaffen das irgendwie gemeinsam. Natürlich am Ende ist es immer noch der Patient, der da durch muss, aber das Umfeld ist für ihn auch extrem wichtig. Ja, und dann sehe ich auch immer, dass Patienten, jetzt gerade ältere Patienten, wenn die Angehörige haben, die sie unterstützen, die sie zu den Therapien fahren, die sagen, okay, und ich fahre dich wieder hin und du kriegst jetzt nochmal ambulant Blutplättchen und du kannst es ambulant machen, dass die dann, mein Eindruck ist, doch eine bessere Prognose haben, weil sie eben Leute haben, die sie unterstützen, die für sie kämpfen und mit ihnen kämpfen, als wenn jetzt jemand ganz alleine ist, es ist keiner da, man lebt alleine, muss sich da vielleicht ein Taxi quälen, hat keinen, der einem da bei dem Papierwurst hilft. Man muss ja sehen, auch heutzutage sozial hängt ja auch viel dran, wie regle ich das mit der Krankenkasse, wie kriege ich eine Pflegestufe, wie mache ich das mit meinem Gehalt. Da ist das schon sehr hilfreich, wenn ich eine Familie habe, die mich da unterstützt. Und da können die Angehörigen auch wirklich viel tun. So, dass der Erkrankte sich auf sich selber konzentrieren kann. Genau, ja, genau. Absolut. Also da können die Angehörigen wirklich viel unterstützen und für den Patienten da sein. Ja. Frau Professor Krämer, ich habe gehört, es gibt ein spezielles Telefon für Fachärzte. Ist das richtig? Ja, wir haben ein Telefon, das ich immer in der Tasche habe und wenn ich nicht anwesend bin, einer meiner Kollegen, auf dem die Hausärzte und die zuweisenden Fachärzte anrufen können, natürlich auch bei Fragen anrufen können, wenn sie zum Beispiel die Medikamente im Brief erklärt bekommen haben wollen, aber auch wenn sie einen Patienten zuweisen wollen, können sie auf dem kleinen Dienstweg da schnell anrufen, es ist immer ein Onkologe tagsüber dran und kann die Fragen beantworten oder kann auch sofort einen Termin vergeben, damit der Patient sich teilweise dann am gleichen Tag vorstellen kann. Schöner Service. Frau Professor Krämer, gibt es eine Selbsthilfegruppe für Betroffene hier in der Nähe oder Umgebung? Ich muss gestehen, ich bin ja jetzt hier im Lockdown im Mai nach Hagen gekommen und habe jetzt bisher keine Selbsthilfegruppe hier kennenlernen können, sodass ich jetzt nicht gerade sagen kann, dass es in Hagen ich jetzt eine kennengelernt habe, aber natürlich wäre es schön, wenn der eine oder andere Patient vielleicht auf die Idee kommt, eine zu gründen. Wir sind immer dafür da, das zu unterstützen. Also ich kenne das auch so, dass man sonst halt mit den Ärzten der Region, auch den ambulanten Ärzten hier im MVZ für Onkologie vielleicht rotiert und immer jemanden einlädt zu einem Vortrag. Das würden wir natürlich gerne wahrnehmen und auch gerne die Patienten und ihre Angehörigen dann unterstützen. Wunderbar. Falls es dann doch eine geben sollte, von der wir nichts wissen, können die sich ja auch gerne jetzt bei uns melden.
sodass wir das vielleicht auch auf unserer Webseite mit anbieten können. Genau, das wäre super. Frau Professor, super Gespräch. Ich habe viel gelernt. Ich bedanke mich und ich denke, dass unsere Zuschauer da auch einiges von mitnehmen können. Okay, vielen Dank für die Gelegenheit hier. Danke Ihnen.